Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 mit Schreckschuss Channel. Und jetzt geht's los. Ich habe euch heute eine weitere Tsuraki mitgebracht. Diesmal ist es eine Tsuraki 917 in Chrom. Im natürlich Kaliber 9mm Pack. Wir haben hier das Modell in Shiny Chrome. So steht es auf Englisch drauf. Wir machen mal auf. Und das ist auch drin. Es ist wirklich ein Shiny Chrome. Ich habe das versucht gerade mal richtig schön zu putzen. Und also das ist wirklich überwältigend. Das ist so eine schöne große Fläche. Ja, und die glänzt wirklich einmalig. Was man hier so an Schlieren sieht, das kriege ich jetzt nicht komplett weg. Und das fällt natürlich bei Kameras immer sehr stark auf. Sieht dann in Natura natürlich nicht ganz so schlecht aus. Auch hier hinten, man fährt bloß einmal mit dem Finger drüber, dann ist alles versaut. Das sieht aber jetzt hier schlimmer aus, als es tatsächlich nachher ist. Ja, wie ihr seht, der ganze Schlitten ist verchromt und auch das Patronenlager mit dem gesamten Lauf. Wir gucken mal, was es alles zu der Waffe dazu gibt, wenn man sie kauft. Der Preis müsste roundabout um 169 liegen. Falls ihr die Waffe irgendwo günstiger sehen solltet, sprich bei irgendeinem Online-Händler für, keine Ahnung, weniger Geld, kann man das dann auch geltend machen mit der Bestpreisgarantie, beispielsweise bei Waffenbude, wenn man da unbedingt kaufen möchte. Und ja, dann kann man diesen günstigeren Preis einfach anfordern. Dann kriegt man den auch bei der Waffenbude. Hier haben wir die PTB-Nummer auf dem Becher. Die obligatorische Putzbürste dazu. Das ist im Übrigen auch eine etwas kleinere als bei den R1 und R2 Revolvern. Hier wieder das Trocknungstüchlein in der Tüte. Die Waffe kommt ja in der Tüte angeflogen. Ja, hier haben wir auch, ich fahre mal ein bisschen näher ran, die Laufsperre. Da gab es ja schon mal hin und wieder Modelle, wo es Roststellen gab drin. Haben wir hier nicht. Ja, das war's dann schon. Also doch, wir haben hier noch oben die Bedienungsanleitung. Hier steht noch, genau, nur für das Modell 917, noch ein extra Hinweis vom Importeur, dass die in Deutschland zugelassene Tsuraki 917 über keine manuelle Sicherung verfügt, die dem die entsprechenden Hinweise der Bedienungsanleitungen haben keine Gültigkeit. Okay, also das ist ein Disclaimer. Man kann sich dann wohl hier nicht auf das verlassen, was da drin steht. Denn ich denke mal, die Türken haben halt, also die, nicht der Importeur druckt diese Gebrauchsanweisungen, sondern die Türken, und die haben vermutlich dann, also irgendwas dann offensichtlich da drin, was die Sicherheit angeht, nicht so korrekt formuliert. Hier nochmal Teileliste, Explosionszeichnung und so weiter und so fort. Das dazu. So, jetzt aber zur Waffe selber. Das ist jetzt ein Sondermodell. Das gibt es nur bei Online-Händlern. 17-schüssiges Stahlmagazin zum Demontieren. Zieht man hier diesen Bügel runter, den Demontagebügel, spannt den Schlitten, hebt ihn nach oben ab und lässt ihn nach vorne kommen. Und jetzt sollte ich aufpassen, dass ich hier nichts mehr anrühre, das sieht nachher echt furchtbar aus. Der Schlitten von innen sieht dann so aus. Hier ist wieder der Stahlstoßboden, komplett Stahl. Also dieses Teil hier, das ist die revisionierte
Variante, die es seit einigen Jahren schon gibt, mit der Auszieherkralle oben nicht mehr an der Seite. Das war anfänglich mal so. Hier sieht man noch schöne Bearbeitungsspuren. Also das Teil ist ganz am Schluss verchromt worden, erst bearbeitet worden und dann verchromt. Nicht irgendwie nachbearbeitet, nach der Verchromung. Das spiegelt sich auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar hier am Lauf. Wir haben ja hier die PTB angeforderte Ausfräsung. Die ist. So, ein bisschen sauber machen. Die ist auch mit verchromt. Auch wenn die nicht sichtbar ist, finde ich das ganz schön. Also ist ja dann eh verdeckt darunter. Dennoch spricht das dafür, dass man sich da wirklich Mühe gibt. Das Patronenlager sieht jetzt so aus, ich habe das jetzt nicht gereinigt. Das lässt sich aber hier wegwischen. Das scheint irgendwie Fett oder irgendwas zu sein. Ich putze es mal. Also in der Tat, das lässt sich wegwischen. Sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Das ist die Zoraki. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, darf man nicht sagen. Aber das ist vom 9. Monat 2016 die 254. Waffe. Wir haben hier Beschuss einmal auf dem Lauf. Nitrobeschuss hier und auf dem Griffstück auch nochmal Nitrobeschuss drauf zur Rechtssicherheit von Österreich. Ist auch legal hier da. ZIP, Mitgliedstaat. Ja, das war schon der Zusammenbau. Dann drückt man hier wieder hoch. Das spannt dann hier die Federführung wieder. Magazin einlegen. Einrasten lassen. So geht das wunderbar. Ich streiche die gerade nochmal. Putze die gerade noch ganz kurz. Und so sieht sie wieder schick aus. Ja, also die Zoraki 917 gefällt mir in Chrom erstaunlicherweise wirklich sehr gut. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass die auf mich einen komischen Eindruck macht in dieser Variante, weil es eine Glock, sage ich jetzt mal, auch nicht in Chrom gibt, aber es sieht jetzt nicht total kitschig aus, wie beispielsweise von anderen Herstellern mit Mods in Gold-Applikationen und wilden Farben und 10.000 verschiedenen Kombinationen und so weiter. Also von anderen türkischen Herstellern beispielsweise gibt es ja x verschiedene Modelle mit Gravur, dies, das, jenes. Das finde ich immer ein bisschen arg überladen. Das finde ich noch sogar ein bisschen. Also schlicht genug, sage ich mal. Einfach schlicht genug für, ja, für die Sammlung auf jeden Fall durchaus angebracht. Doch, muss ich sagen. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Was ich euch jetzt gleich noch zeigen möchte, ist das sichere Entspannen der Waffe. So, das sichere Entspannen funktioniert dann folgendermaßen. Ich habe jetzt hier mal zwei. Eigentlich reicht auch eine abgeschossene Kartuschenhülse. Am besten entfernt man das Magazin erstmal. Sicherheitscheck. Schlägt die Waffe einmal ab. Man erkennt ja im Übrigen auch, ob die Waffe gespannt ist oder nicht. Und zwar am Abzug. Wenn der Abzug über diesem Hügel, sage ich mal, steht, ist die Waffe entspannt. Das heißt, Double Action. Ist die Waffe gespannt, steht der Abzug tiefer, nicht mehr über diesen Hügel. Das ändert sich, ist die abgeschlagen, wieder über den Hügel. So, also, wir orientieren uns an diesem so, Abzug. wir öffnen den Verschluss so weit, dass wir die Kartusche einlegen können. So. Jetzt haben wir noch das Problem, dass die Auszieherkralle hinter dem Boden hängt. Entweder geben wir jetzt einen Schlag hinten drauf, dass sie zu ist. Dann hätten wir Double Action. Oder wenn das ein bisschen zu risikoreich ist
Wenn man Zeit und Geduld hat, kann man das ja so machen, dass man die Kartusche schon mal so ein bisschen einlegt, ja, aber noch ein Stück weit nach unten, also dass sie so ein bisschen nach unten zeigt und das beim Verschluss zumachen dann im Prinzip quasi. So. Wenn man jetzt natürlich Ja. schaut, dass die Kartusche so ein bisschen runterhängt, dann wird die nicht von der Auszieherkralle erreicht. Die Auszieherkralle ist ja hier. Wenn die Kartusche natürlich so nach vorne gedrückt wird, ja, dann ist die Auszieherkralle natürlich hinter dem Boden der Kartusche. Und wenn man das jetzt aber so positioniert, dass die Kartusche noch so ein bisschen aus dem Lager nach unten runterhängt, rutscht die nachher dann so mit rein und hängt sich hinter die Auszieherkralle ein. Ja. Ja, mein Fazit lautet auf jeden Fall, zum Silvesterschießen ist die Waffe auf jeden Fall geeignet. Wegen der Oberfläche, die lässt sich leicht reinigen, wegen der Zuverlässigkeit und wegen der Magazinkapazität. Zum Führen, man kann sie entspannt führen, ist möglich, kann man machen. Oberfläche ist auf jeden Fall abriebsbeständig und beständig auch gegen Fingerschweiß oder Handschweiß. Zuverlässig wird sie auch funktionieren mit Abwehrmunition. Von der Größe her vielleicht nicht ganz so, aber von der Kapazität her, also reicht das 10-mal aus. Und zum Sammeln, muss ich ehrlich sagen, finde ich sie auch sehr interessant, weil sie halt aktuell ein Sondermodell ist, das halt nur für den Großhandel Buchner importiert wurde. Insofern ist sie für alle drei Kategorien, also Silvester geeignet, SV wäre sie auch geeignet und zum Sammeln ebenfalls geeignet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.